Das Navigationssystem, das Handy in der Halterung. Solche Dinge und mehr lässt man gerne mal im Auto liegen. So auch Kasus Kaspari, Moderator bei rockradio.de. Der erhielt deswegen plötzlich einen Brief von der Polizei. Ja, Gott sei Dank kriege ich die nicht alle Tage, solche Briefe. Aber ich habe ihn gerade zufälligerweise hier. Ja, da steht einfach drin, dass ich mein Navigationsgerät im Auto habe liegen lassen. Und dafür ist es ja eigentlich da. Weil ich habe in dem Auto so viele Sachen, dafür ist das Auto ja da. Ne? Ich nutze das zum Transport von bestimmten Dingen, die ich nicht tragen kann. Und wenn ich die jedes Mal rausnehmen will, weil ich anhalte, ist eigentlich ein trauriger Zustand. Ne? Bereits über 3000 solcher Halteanschreiben hat die Leipziger Polizei zur Prävention verteilt, mit sehr vielen positiven Rückläufen. Aber nimmt auch Kasus die Ratschläge zu Herzen und gelobt er Besserung? Ach, ich fand mich eigentlich gar nicht so schlimm bisher. Ne? Aber trotzdem mal schönen Dank an Herrn Babaczynski und seine Kollegen. Das ist schon, dass sie da aufpassen. Immer wenn sie um mein Auto rumstehen, ist kein anderer da. Ne? Von der Warte her war es schon gar nicht so verkehrt. Ne? Schönen Dank nochmal. Die freuen sich bestimmt über das Danke. Und noch mehr, wenn alle Autofahrer keine Wertgegenstände mehr offen in ihren Wagen herumliegen lassen.